Hi Heiner, alles Na. gut bei dir? Ja. Das Online-Uni nervt und dann mit der Klimakrise, die einem Panik macht, Ja. das strengt schon alles an. Aber genau deswegen organisieren wir uns auch bei Klasse gegen Klasse und treten bei den Wahlen zum Studierendenparlament an. Gute Lehr-, Lern- und Arbeitsbedingungen für alle. Gesundheit statt Profite. Für eine antikapitalistische Antwort auf die Klimakrise. Bleiberecht für alle. Wir kämpfen für eine Befreiung aus dem Patriarchat. Wir wollen eine wirklich demokratische Uni erkämpfen. Schluss mit Leistungsdruck und Prekarisierung. Das heißt für uns Abschaffung der Regelstudienzeit und der Anwesenheitspflicht, elternunabhängiges BAföG in Höhe von 1.800 Euro, Ausbau der Studierendenwohnheime und ein Ende von NC- und rassistischen Zugangsbeschränkungen. Wir sind gegen Leiharbeit und Outsourcing an der Uni. Dutzende Millionen Euro im Haushaltsüberschuss der FU. Mit dem Geld fordern wir die Anschaffung von Luftfiltern in BIPs und der Mensa. Wir fordern kostenlose FFP2-Masken für Studierende sowie kostenlose PCR-Tests. Wir stehen hinter den Krankenhausbeschäftigten und fordern die Verstaatlichung der Krankenhäuser in Hand der Beschäftigten. Zudem wollen wir eine Abschaffung der Impfstoffpatente. Es kann keinen grünen Kapitalismus geben. Statt E-Autos für alle wollen wir den kostenlosen ÖPNV für alle. Deswegen stellen wir uns klar gegen die Erhöhung der Kosten für das Semesterticket und gegen die Privatisierung der Bahn in Berlin und überall. Alle ausländischen Abschlüsse müssen anerkannt werden und allen migrantischen Studierenden Staatsbürgerinnenschaft, Arbeit, lebensunterhaltssichernde Förderung, die nicht zurückzuzahlen ist, gegeben werden. Angesichts der Lage an der polnisch-belarussischen und bosnisch-kroatischen Grenze fordern wir den sofortigen Stopp der Gewalt an den Außengrenzen der EU und dass sie alle geöffnet werden. Das Werbeverbot für Abtreibung soll nun gestrichen werden. Noch ist aber das Verbot der Abtreibung nicht gekippt. Wir kämpfen für die Entscheidung über unsere Körper. Was wir brauchen, ist eine flächendeckende und kostenlose Versorgung mit allen notwendigen medizinischen Leistungen. Wir brauchen einen massiven Ausbau der Betreuungsangebote für die Kinder von Studierenden und Beschäftigten in der Perspektive einer Vergesellschaftung der Reproduktionsarbeit insgesamt. Wir stellen uns gegen die Gewalt an Frauen und Queers, die gerade in der Pandemie enorm angestiegen ist. Dafür brauchen wir ein neues Wahlsystem für eine demokratische Mitbestimmung der Studierenden und Beschäftigten. Eine Person, eine Stimme für alle Gremien der Uni. Wir wollen eine Uni, in der die große Mehrheit, die Studierenden und Beschäftigten, über die Lerninhalte und Bedingungen entscheiden. Dafür organisieren wir uns international. Nur mit den ArbeiterInnen weltweit werden wir diese Forderungen durchsetzen und eine grundlegend andere Welt erkämpfen können. Wähl uns, Klasse gegen Klasse, Liste 15, damit wir diese Perspektive im Studierendenparlament vertreten können. Organisier dich mit uns für eine kämpferische Studierendenbewegung. Hoch die internationale Solidarität! Hey!